Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge von Battlefield 1. Und wir dir was den guten Tag. Ja, wir spielen endlich mal wieder im Wald der Argonnen. Da freue ich mich ja, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gespielt. Komm, weißt du was, dann gehen wir jetzt halt los. Wir spielen ausnahmsweise mal wieder mit der Modell 10A Hunter. Das, meine Damen und Herren, hat es schon ewig nicht mehr gegeben. Hi! So. Schauen wir mal, was diese Runde so bringt. Und weiter geht's. Okay. Muss ja nicht direkt so rumschreien. So, komm, wir gehen direkt in die Feind hinter die feindlichen Linien und hauen alles weg. Schade. Wir haben das Objektiv Duff genommen. Oh, what the fuck? Wo wurde ich denn jetzt beschossen? Eins. Auf die Modell 10, der Hunter ist Verlass. Zack. Nein, warum geht der denn nicht drauf? Mann, ey. Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Aber es macht einfach, die Waffe ist zwar übelst das Noob-Ding, ne, aber es macht einfach ultra viel Spaß mit der Waffe. Ach, mit der Granate hat mich der Stinker geholt. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Nein, warte. Oh, scheiße. Hier haben sie sich eh wieder festgebissen. Hat ja keinen Sinn, hier zu stehen. Ich gehe jetzt einfach von außen und hol mir A. Ist das nicht clever? Ich weiß, das ist richtig clever und das mache ich jetzt auch. Du siehst jetzt, als setze ich mich wie eiskalt mein. Okay. Ach Mann, ey. Schade für mich. Gestern noch The Witcher gestreamt, das war auch. Das war mega lustig eigentlich. Ich finde das Spiel mega super. Habe ich jetzt. Weiß ich, das war das erste Mal, dass ich überhaupt irgendein Witcher-Teil spiele. Die ersten Mal habe ich gar nicht gespielt, aber ich denke mal, das, was mir jetzt so von dem Spiel gezeigt wurde, motiviert mich auf jeden Fall, die Hallo? Bücher zu kaufen und die mal zu lesen. So,
So, wie mache ich das denn jetzt, ohne zu sterben am besten? Ich glaube, ich gehe jetzt außen rum. Fuck! Mann, ey! Medic! 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 10, 11! Ja, du, genau dich brauche ich. Hoch da, los! Wie wäre es denn, wenn ich von dieser Seite hochkomme? Nö, nö, nö! Mann, ey. Kann ja wohl nicht. Das zackt so hart. Ne, das ist unglaublich. Ich will auch den Squad-Boost jetzt mal nutzen, wenn ich den gerade nutzen kann. Boah, der Deutsch, meine Damen und Herren. So, sieht das nämlich aus. Ja, da schießt auch selbst die Hellriegel nicht schnell genug. Die Schnellriegel, ja. Voll lang. Ach, verpissel dich doch! Fuck! Schade. Der Run war nicht schlecht. 4 Stück geholt. An einem leider vorbeigewieselt. Ach, scheiße. Aber wir kämpfen momentan nicht schlecht. Wir müssen einfach nur... Ja, das ist sowieso Schwachsinn, sich da hinzustellen. Ey, da kommst du ja eh nicht durch. Wir müssen es einfach versuchen, immer hinter die feindliche Linie zu stellen, dass die gar nicht C holen können. Weil sobald die C haben, habe ich immer so das Gefühl, haben die irgendwie voll den krassen Vorteil oder so. Trenchgun! Lululu. Tja. Machst du da, oder machst du nix? Wieder zurück an die Front, meine Damen und Herren. 70 Punkte Vorsprung ist jetzt nicht die Welt, aber besser schon mal. Ja. Ich hab wen gekillt. Ich weiß nicht wen, aber ich hab wen gekillt. Nice. Jawohl. Die Menge ein bisschen ausgedünnt, das ist wichtig. Ich will unbedingt diesen verkackten Punkt haben. Ja! Nein.
Ja, da machst du auch nichts, wenn du so einen Typen hast, der Wolfsteiner heißt. Da musst du schon ehrfürchtig in die Knie gehen und sagen, Kumpel, du bist es einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ab durch die Hecke. Was schießen die denn da? Zack! So einfach kann's gehen. Aber jetzt gehe ich wieder zurück und mach den gleichen Scheiß nochmal. Fuck! Der hatte die gleiche Idee, der miese Wichser. Ja, so ein Penner. Ach, schade. Ja, die macht schon Spaß, die Waffe, aber ich weiß es nicht. Ich reg mich da mal selber auf, wenn ich von der gekillt werde. Deswegen finde ich das auch nicht so fair wie den anderen gegenüber, weil ich die. Fuck, ey, das kann nicht sein. Wie verreiß ich das denn? Oh, der stand einen Meter vor mir. Meine Damen und Herren, es geht wieder los. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es geht schon wieder los. Oh ja. Wir auch, der Kanal mit den Multitalenten. What? Ja, what? We have lost objective button. LOL! Aus nächster Nähe! In den Kopf gedrückt und er fällt nicht um! Leute, ganz ehrlich, das ist ja wohl. Aber wir sind gut, Leute, wir sind gut. Wir dürfen jetzt bloß nicht nachlassen. Sehr gut, jetzt nur noch A. Hä? Nein! Nein! Komm schon, Mann, hol mich! Bitte! Nice! Besser! Nice, danke. Need ammo. Geht das auch? Hä? Was? Von wo greifen die Schweine? Da! Ei! Artillerie! Ah,
Boah, geht das ab. Dafür liebe ich Battlefield einfach. Oh, lol. Er hat sich tapfer geopfert. Auf einmal sind alle Leute weg. Sexy Lass. Ach, okay, schade. Machst du nix? Machst du nix? Das Team hat alles gegeben. Shit, die haben C. Die Ferkel haben C. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub es ja nicht. Nee, 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 Leute. So geht das jetzt hier aber nicht. So, von wo stirbst ihr? Stirbt ihr jetzt hier? Boah, was ein Noob-Battle! Ich hasse es wie die Pest, ey! Ohne Scheiß! Wie kann man nur aus nächster Nähe daneben schießen, ey? Dankeschön. Den habe ich doch mitgenommen! Komm schon, jawohl. Das ist Teamplay, meine Damen und Herren. Ach, fuck! Ich muss gleich mein Fenster wieder zumachen. Das ist so. Das eskaliert hier ein bisschen. Menes, wir haben einen guten Vorsprung. Versaut das jetzt nicht. Ich geh jetzt einfach von ganz links und nehme jetzt erstmal den Train vor. So. Der Furz, der hier hat, durch die Gegend. Ich glaub's ja wohl. Uah. Ich weiß nicht, warum der sich immer danach hinlegt. Keine Ahnung. Da ist der Zug. Chu-Chu-Zug. Jetzt mache ich dich fett. Yes, ich habe ihn wenigstens einmal getroffen. Ich frage mich nur, warum ich so ein Killzeichen kriege, obwohl ich den irgendwie... Obwohl ich getötet werde. Da, wie jetzt zum Beispiel. Jetzt habe ich auch so eine komische... Jetzt habe ich auch so eine... So einen Marker gekriegt, obwohl ich nichts gekillt habe. Ich wurde gekillt. Vielleicht ein Bug, vielleicht soll es auch so. Wir werden es nie erfahren. Only with me.
So, wir haben jetzt wenigstens C wieder. Nichtsdestotrotz geht mir dieser Armor Train ganz schön auf den Sack. Ach komm! Ich bin Sebastian, ich renne mit geschlossenen Augen durchs Leben. Dankeschön. Battlefield generell oder ein Stream? Weil ich denke mal, du bist hart auf meinen Skill aus. Battlefield spiele ich nur so ab und zu. Es kommt so darauf, einmal in der Woche halt zu Aufnahmezwecken für den Kanal. Ich weiß, ich bin schlecht, da braucht mir auch keiner erzählen. Denn ich sage auch nicht, ich bin der Beste auf der Welt. Ich spiele es halt einfach nur zum Spaß. Also... Nö, ja, allgemein spiele ich... Ich glaube, ich spiele Battlefield seit, Battlefield 4 habe ich ein bisschen Battlefield gespielt. Da hat es mich dann richtig gecatcht. Mir kam halt... Ich fand es halt geil, dass rechts und links dem mir alles explodiert und du irgendwann so richtig so in der Materie versinkst und denkst dir, yo, alles klar. Ran an den Speck. Und jetzt so mit Battlefield 1, weiß ich nicht, das ist so... Bis jetzt ist das mein Lieblingsteil, von denen ich... Ich habe Battlefield 3 mal angezockt. Aber es hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie Battlefield 4 und Battlefield 1 ist momentan für mich das Nonplusultra. Und ja, skilltechnisch, da brauchen wir uns nichts vormachen, ich bin halt einfach schlecht. Aber ich spiel's halt nur zum Spaß. Sollst du wegnehmen? So, Keule, mir reicht es jetzt. Oh nein! Shotgun! Ach, Mann! Hallo! Ne, Premium Pass habe ich leider nicht, da ich momentan da keine Knete für habe. Aber sobald ich das Geld dazu habe, hole ich mir auf jeden Fall den Premium Pass, weil ich will die neuen Maps spielen. Ich würde auch gerne den Max-Rang weiter erhöhen. Ich bin zwar jetzt, was weiß ich, Level 54 oder so. Oder Rang 54. Aber ich bin auf jeden Fall motiviert. Das ist auch das erste Spiel, wo ich sagen kann, außer Elite Dangerous, wo ich bereit bin, auf jeden Fall das, den Pass, DLCs und hast du nicht gesehen, zu holen. Also, auf jeden Fall, wenn ich die Knete dafür habe, hole ich mir das. Allein auch, um den Leuten ein bisschen mehr zu zeigen hier, die neuen Maps und sowas. Ist cool. Victory. So. Da ich natürlich jetzt auch nebenbei am Aufnehmen bin, am Vorproduzieren bin für die kommenden Wochen, beende ich jetzt die heutige Folge und sage, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.